Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stunno Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine 100 Euro Truck Simulator 2. Und heute werden wir Metalldosen nach, weiß ich nicht wohin, liefern. Ich würde sagen, wir legen ja auch direkt los. Ich guck mal kurz hier, F6, Zielort Kassel. Okay. Gang rein, Abfahrt. Es sind fast 200 Kilometer, also es könnte sein, dass die Folge hier ein bisschen länger geht. Aber macht ja nichts, dann muss ich wahrscheinlich sogar cutten, weil ich mache ja wie es nie so lange. So, wir fahren jetzt hier auch wieder wie eine gesenkte Sau, also nicht wundern. Weil wir müssen schnell am Zielort ankommen. Wir haben hier ein bisschen... Zeitdruck, wollte ich damit sagen. So. Wer hat diese blöde Metalldings eingestellt, Alter? So, okay, wir fahren jetzt normal. So. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Strafe zahlen muss, weil ich das Ding kaputt gemacht habe. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu stark gebremst, tatsächlich. Aber egal. So. Oder hier sind ja überall nur Kurven, Alter. Ich muss hier die ganze Zeit rechts, links, rechts, links. Was ist das? So. Aber jetzt geht's los. Ah! Da ist so ein blödes Ding. Wenn diese Folge hier rauskommt, Leute, bin ich auch gerade auf Klassenfahrt. Also. Bin ich gar nicht zu Hause. Die Videos sind alle vorproduziert. Und die Shorts auch, ja. Weil ich produziere immer was vor. Ich will nämlich eine Woche mal... Also ich habe praktisch eine Woche frei sozusagen, weil ich dann halt schon vorproduziert habe. Aber es ist im Prinzip dieselbe Arbeit, nur halt doppelt, ne, an einem Tag. Weil heute drehe ich praktisch 4 Videos und nicht nur 2, deswegen. So, das Gute ist, wir haben auch nur noch 3 Tage Schule. Das ist sehr gut. Weil dann habe ich nämlich dann noch Donnerstag und Freitag nämlich frei wegen Brückentag. Donnerstag ist ja irgendein Feiertag und Freitag ist Brückentag. Und deswegen haben wir dann frei. Und dann kann ich nämlich sehr viele vorproduzieren. So, in der Woche hier kommen auch sehr viele Spiele, die ich lange nicht mehr gespielt habe. Weil ich mir gedacht habe, ich muss ja irgendwas rausbringen. Weil ich sonst ja Spiele habe, die ich immer nach und nach spielen muss. Und das ist ein bisschen kacke gewesen, weil die Spielstände sich dann immer überschneiden und sowas. Da habe ich mir gedacht, komm, ich suche mir einfach Spiele raus, die ich so lange schon nicht mehr gespielt habe. Und die spiele ich dann einfach. Und ja, das mache ich so. So, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich jetzt alles geplant habe für die Woche, wo ich nicht da bin. Keine Ahnung, das sieht man ja dann, ne? So. Ah! Bin ich denn gelandet? Im Graben. Ich gucke gerade nämlich auf dem Handy, Leute, weil ich muss hier kurz was abschicken. Ich habe ja eine Nachricht bekommen. Die muss man ja auch mal antworten, oder? Aber dadurch, dass ich gerade nicht gucke, fahre ich relativ gut. So. Okay. Mhm. So, einmal das gemacht und einmal. Oh. Junge, dieses. Wenn ich ankomme, ist der LKW komplett Schrott. Das weiß ich jetzt schon. So, okay, jetzt bin ich wieder am Start ohne Handy. Wie immer, seid bitte nicht mit dem Handy am Steuer. Ich hab's jetzt nur gemacht, weil ich bin Bürgermeister, ich darf das. Nee, weil es ist ein Spiel, deswegen. In echt würde ich es auch nie machen, aber hier kann man es doch wohl mal machen. Im Endeffekt, wenn man einen Unfall baut, belastet man sich selber. Oder man benutzt einfach hier diese Telefonfunktion hier unten. Weil da kann man ja dann auch telefonieren. Über diese Boxen da. Ihr wisst, was ich meine. Ich weiß jetzt, ich komme gerade nicht auf das Fachwort. Egal. So, 124 Kilometer noch.
das schaffen wir. So, hier ist irgendwas durchgezogen. Darf ich jetzt hier schneller fahren oder was? Muss ich hier eigentlich rechts raus? Nö. Tanken muss ich auch nicht. Super, duper. Jawohl. So, um 8:50 Uhr würde ich ankommen. Aber es ändert sich eh wieder. Jetzt ist gerade 49. Jetzt ist gleich wieder 50. Dann ist wieder 48 gleich. Moin, Poli. Sie. Da ist sie ja wieder. Der Anzeigenhauptmeister. Moin, moin. Hat er nicht auch so ein Auto, wo das draufsteht? Oder ist das nicht sein Auto, sondern irgend so ein Auto von irgendjemand, wo er gefahren wird? Kann natürlich auch sein, ne? Aber ich habe in irgendeinem TikTok mal gesehen, dass da so ein Auto war, wo er auch drin saß. Keine Ahnung, klärt nicht auf. Weiß es doch nicht. Wisst ihr, was ihr machen müsst? Einfach so sein wie der Anzeigenhauptmeister und dann werdet ihr einfach reich. Junge. Einfach reich. Es ist auch gerade 11:03 Uhr. Oh, ich habe gar nicht hingeguckt. Gerade auf die Uhr geguckt, sorry. Also jetzt in echt meine ich, es ist 11:03 Uhr. In dem Spiel ist es irgendwie 7 Uhr. Da wäre ich noch am Pennen jetzt. Samstags geht's nicht, da muss ich nämlich arbeiten. Sie war wie immer nur 6 Tage frei, aber macht ja nichts. So, da stand irgendwas. Ich hab's jetzt aber nicht gesehen. Ist hier eine Baustelle oder was? Bitte nicht. Ich hab jetzt keinen Bock auf Baustellen tatsächlich. Fahr ich jetzt hier rein? Ja, doch. Es sind nur noch 70 Kilometer. Let's go. Hier ist es bergig, wie man sieht. Ich glaube, ich war hier auch in Kiel noch nicht. Ich bin noch nie mit einem Auftrag, glaube ich, zu Kiel gefahren. Dass sie hier alle immer 60 gurken müssen. Obwohl man hier 80 fährt. Also ich fahre 80. Oh, ich muss die Ausfahrt hier nehmen. Sorry, ich muss hier einmal kurz vier Straßen überqueren. Ja gut, hier muss ich jetzt auch bremsen, weil sonst bin ich in der Leitplanke drin. Das will ich nicht. Das ist nicht gut. Oder diese Fische, die machen schon wieder Geräusche, Alter. Ich denke immer, die schwimmen da oben raus. Die springen oben raus. Aber tun sie nicht. Das ist doch super. Nicht umfallen, nicht umfallen. Alles im grünen Bereich hier. Mann, dieses blöde rote Auto, jetzt geht doch mal weg. So, kurz überholt hier in der Kurve. So, jetzt habe ich hier 80 fahren. Ne, ich fahre aber 90 tatsächlich. Gut, sogar fast 100. Ja, das passt doch. Ein LKW kann halt so schnell fahren. Weil hier ist eine grüne Ampel, die muss ich doch noch schnell überqueren. Warum ist da ein Baum mitten? Warum sind hier Bäume links? Hier. Ich habe das noch nie gesehen, dass in einer Straße, also auf einer Straße Bäume sind. Hä? Okay. Muss ich nicht verstehen. So. 70. Ich fahre 80. Sogar 90 gleich. Och nee. Jetzt stehen da so blöde LKWs. Warum stehen die da? Vor allen Dingen ist es grün. Moin, moin. Lass mich hier rein, blödes Auto. Ja, sorry. Ich muss hier rein. So. Hey, ich bin 20 Minuten früher da. Also um 8.50 Uhr sollte ich ja ankommen, ne? Jetzt ist es schon bei 8.30 Uhr. Junge. Okay, so. Irgendwas wird da gehämmert, alles klar. So. Okay, Kassel. Da sehe ich Kassel doch schon. Autos überholen verboten. Nicht mit mir. Ich mache das so, wie ich das will. So, einmal hier nach links.
Ich fahre hier gerade mit 90 in die Stadt rein. Das kann man doch wohl mal machen, oder? Es war sogar noch... Diesmal war es wirklich sogar gelb. Was fahre ich jetzt hier eigentlich? Trade-offs. Aha. Eigentlich hätte ich mal die Mods installieren müssen. Ich glaube, ich habe die auch installiert. Ich habe die, glaube ich, noch nicht drin. So. Moin, Bus. So, einmal hier rein. Ich bin ein bisschen zu weit gefahren, tatsächlich. Macht nichts. Müssen wir hier kurz in den Rückwärtsgang reinschalten. So, jetzt. Einmal den N. Und, Leute, überspringen. Ja, bestätigen. So, haben wir hier irgendwas Rotes? Nö, wir haben alles richtig gemacht. Wir haben sogar fast 3000 gekriegt, Leute. Das ist doch mal geil. Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen tollen Tag. Haut rein und euch. Ciao, ciao.